Hallo, wir starten mal mit fünf Personen. Person A, B, C, D und E. Und die wollen wieder so eine Flugreise machen. Und da gibt es wieder diese drei Plätze im Flugzeug, nämlich den Fensterplatz, den Mittelplatz und den Gangplatz. Und im letzten Video haben wir darüber gesprochen, wie viele Möglichkeiten gibt es jetzt, dass sich eine dieser Personen hier auf den Fensterplatz setzt. Nun, das sind fünf Leute, das heißt, da gibt es fünf Möglichkeiten, wie sie den Fensterplatz besetzen. Und dann bleiben noch vier übrig und die haben dann die Möglichkeit, den Mittelplatz zu besetzen. Und dann bleiben noch drei für den Gangplatz. Das heißt, ich habe insgesamt 5 mal 4 mal 3, das sind 60 Möglichkeiten. 60 Möglichkeiten, wie die fünf Leute sich jetzt dann hinsetzen können. Und bei diesen 60 Möglichkeiten unterscheide ich halt auch immer sehr genau, wo diese Leute sitzen. Das heißt, wenn ich nur anschaue, wie diese drei Leute hier zusammensitzen könnten, der A, der B und der C, die könnten sich ja auf diese drei Plätze so verteilen. Also genau der Reihe nach A, B, C, die könnten aber auch sitzen A, C, B oder die könnten sitzen B, A, C oder die könnten sitzen B, C, A oder die könnten so sitzen C, A, B oder C, B, A. Das heißt, es gibt sechs Möglichkeiten, wie sich dieselben drei Leute auf diese drei Plätze verteilen könnten. Und diese sechs Möglichkeiten sind hier mitgezählt. Das heißt, das hier sind sechs dieser 60 Möglichkeiten. Diese 60 Möglichkeiten gehen also davon aus, dass es wichtig ist, wo jede Person sitzt. Das konnte man aus einer Formel berechnen. Diese 60 kommt auch raus, wenn ich hier rechne, 5 Fakultät durch 5 minus 3 Plätze waren es, also 5 minus 3 Fakultät. Das war die Formel und das kann ich hier ausschreiben als 1 mal 2 mal 3 mal 4 mal 5 geteilt durch 2, wäre es hier, 5 minus 3 ist 2, 2 Fakultät gleich 2. Und da würde sich der erste Teil hier rauskürzen, dann hätte ich nur noch 3 mal 4 mal 5, genau wie wir es hier gerechnet haben. Also das war die Formel. Allgemein lautet die hier, wenn ich jetzt n Personen habe und k Plätze, dann ist das n Fakultät durch n minus k Fakultät. Das wäre die Anzahl der Möglichkeiten, wenn es mir eben darauf ankommt, wo die Leute sitzen. Wenn ich also jede Möglichkeit, wo einer einen anderen Platz hat, unterscheiden möchte und dann extra mitzähle. Jetzt gibt es aber auch viele Probleme in der Wahrscheinlichkeitsrechnung oder in der Kombinatorik, wie dieses Gebiet hier heißt. Da gibt es auch viele Probleme, wo es eigentlich wurscht ist, wo die Leute sitzen. Das interessiert mich gar nicht, ob jetzt der C links sitzt und der A rechts sitzt. Ich möchte nur wissen, dass A, B und C zusammensitzen. Nur das interessiert mich. Das heißt, das, was hier sechs verschiedene Permutationen waren, das ist jetzt für mich nur ein Fall, weil es mir wurscht ist, wo die Leute sitzen. Ich will nur wissen, dass der A und der B und der C irgendwie zusammensitzen. Und das nenne ich dann eine Kombination. Als Unterschied zur Permutation nenne ich das hier eine Kombination. Also dass diese drei Leute hier zusammensitzen, das ist eine Kombination. Und diese ganzen Gruppierungen, das zählt für mich alles nur als eins, weil hier dieselben Leute zusammen sind. Und die Frage ist jetzt, aus fünf Leuten, wie viele Kombinationen von Leuten kann ich denn da zusammenstellen? Und das ist eigentlich so eine Aufgabe aus der Mengenlehre. Man könnte nämlich die Aufgabe auch so formulieren. Man könnte sagen, wie viele Teilmengen? Wie viele Teilmengen? Teilmengen mit drei Elementen? Mit drei Elementen aus einer Menge mit fünf Elementen. Ja, das wäre sozusagen eine alternative Formulierung dieses Problems, was wir jetzt berechnen wollen. Ja. Wie viele Teilmengen mit jeweils drei Elementen kann ich bilden aus einer Menge mit fünf Elementen. Ja? Die drei Elemente, das waren die Passagiere. Mich interessiert nur, welche Passagiere zusammensitzen. Mich interessiert nicht, wo die sitzen. Das heißt, ich frage mich aus dieser Gruppe von fünf Passagieren, wie viele verschiedene Dreiergruppen kann ich dann bilden?
nun berechnen tue ich das, aber aus den Elementen, die ich schon kenne. Ich weiß, dass es 60 verschiedene Permutationen gibt, 60 verschiedene Möglichkeiten, wenn ich die Platzwahl berücksichtige. Ich weiß auch, dass ich jetzt hier, wenn ich jetzt drei Leute auf drei Plätze verteile, wenn ich drei Leute auf drei Plätze verteile, dass ich dann drei, der erste Platz hätte dann drei Möglichkeiten, der zweite Platz hätte zwei Möglichkeiten, der letzte Platz hätte eine Möglichkeit. Also drei Fakultätenmöglichkeiten gibt es, diese drei Leute auf die drei Plätze zu verteilen. Und das war ja gerade die 6. Drei Fakultät ist ja gerade gleich 6. Das waren meine 6 Permutationen hier. Also ich habe insgesamt 60 Möglichkeiten. Davon sind immer 6 Möglichkeiten gleichwertig, weil sich da immer nur dieselbe Gruppe auf verschiedene Plätze verteilt. Das heißt, dann muss ich noch diese 60 Möglichkeiten durch 6 teilen und dann kriege ich die Zahl der Möglichkeiten, die wirklich verschieden sind. Also wenn ich die Zahl der Kombinationen wissen will, dann sage ich, ich habe also 60 Permutationen sind möglich. Von diesen 60 Permutationen sind aber je 6 gleichwertig, weil da immer dieselben drei Leute sich nur auf die verschiedenen Plätze verteilen. Das heißt, da muss ich hier durch die 6 teilen. 6 gleichwertige Permutationen. Und das gibt mir 60 durch 6, das gibt mir also 10 verschiedene Kombinationen der Personen. 10 Kombinationen, das wäre also, wenn ich das hier mal aufliste, dann wäre das zum Beispiel das ABC zusammensetzen, das wäre eine, dass der A und der B und der D zusammensetzen, das wäre die zweite Kombination, dass der A, der C und der D zusammensetzen, dass der A, der B und der E zusammensitzen, dass der A, der D und der E zusammensitzen, dass der B, C, D zusammensitzen, dass der B, C, E zusammensitzen, dass der B, D, E zusammensitzen. Dann machen wir unsere C, C, D, E könnten auch zusammensitzen. Ja, und das wäre es dann schon. Also hätten wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, nein, A, B, da fehlt noch eine, A, B, C, A, B, D, A, C, A, C, E fehlt noch, A, C, E fehlt noch. Das wären die 10 möglichen Krüppchen. Das heißt, hier habe ich diese 10 möglichen Krüppchen der Personen, wie sie sich auf diese drei Sitze verteilen könnten. Und jede dieser Krüppchen hat jetzt 6 verschiedene Möglichkeiten, sich auf diese drei Plätze zu verteilen. Das heißt, wenn mich die Plätze interessieren, dann würde ich diese 10 Krüppchen von Personen jeweils mit dem Faktor 6 multiplizieren, weil da jede Gruppe 6 Möglichkeiten hat, sich auf diese drei Plätze zu verteilen. Wenn mich die Plätze, die genaue Platzwahl, nicht interessiert, dann rede ich hier von 10 möglichen Kombinationen der Personen. Und wenn ich das jetzt ein bisschen abstrakter betrachte, dann rede ich davon, wie viele Teilmengen mit drei Elementen aus einer Menge von 5 Elementen gebildet werden können. Ja, das ist das, was ich hier letztendlich gemacht habe. Ja, wie kann ich das berechnen jetzt? Wie komme ich denn auf die 10 in der Rechnung? Das habe ich ja hier schon vorgemacht. 60 Permutationen durch 6 gleichwertige Permutationen. Das heißt, das war ja diese 5 Fakultät. Das war ja 5 Fakultät geteilt durch 5 minus 3 Fakultät. Das waren diese 60 Permutationen gewesen. Und das habe ich jetzt noch geteilt durch die Permutationen meiner Gruppe von 3 Passagieren. Und diese 3 Passagiere haben ja 3 Fakultätmöglichkeiten, wie sie sich jetzt auf diese Sitze verteilen. Das heißt, ich rechne 5 Fakultät durch 5 minus 3 Fakultät geteilt durch 3 Fakultät. Und das ist dasselbe wie 5 Fakultät geteilt durch 3 Fakultät mal 5 minus 3 Fakultät. Ja, und weil dieser Ausdruck oft vorkommt, gibt es dafür auch eine spezielle Schreibweise. Und zwar schreibt man da so 5 über 3 oder man kann auch sagen 3 aus 5. Das ist sozusagen eine Auswahl von 3 Elementen aus einer Gruppe von 5 Elementen, wobei es auf die Reihenfolge nicht drauf ankommt. Und das ist auch gleichzeitig einer der Binomialkoeffizienten, aber dazu kommen wir später noch im Detail. Also wenn ich das wieder allgemein schreibe, dann kann ich schreiben, also n über
K oder K aus N? Also wie viele Teilmengen mit K-Elementen kann ich aus einer Menge bilden, die N-Elemente hat? Wobei, wie das bei Mengen so üblich ist, eben die Reihenfolge der Elemente keine Rolle spielt. Also das wäre dann N Fakultät durch K Fakultät mal N minus K Fakultät. Und wir wissen ja, dieser zweite Teil hier, der beschreibt mir ja nur die Zahl der Permutationen. Also der beschreibt mir, wie viele Möglichkeiten ich insgesamt habe, wenn die Reihenfolge eine Rolle spielt. Und dieses 1 durch K, das korrigiert das Ganze für den Fall, dass mich eben diese genaue Reihenfolge nicht interessiert. Und weil sich K-Elemente eben auf K-Fakultät verschiedene Weise hinsetzen können, muss ich eben durch K-Fakultät hier teilen. Ja, wenn ich das jetzt hier ausrechne für das Beispiel mit den 5 Personen und 3 Plätzen, also n gleich 5 und k gleich 3, steht ja hier schon oben, das ist 5, 5 Fakultät durch 3 Fakultät durch 5 minus 3 Fakultät. Das wären dann also 5 Fakultät durch 3 Fakultät mal 2 Fakultät. Und das wäre 5 mal 4 mal 3 mal 2 mal 1 geteilt durch 3 mal 2 mal 1 und, ja, da steht noch eine mal 2 mal 1. So wäre es also ganz komplett ausgeschrieben. Und jetzt können wir wieder wegstreichen. Das hier geht weg. Das heißt, 5 mal 4 geteilt durch 2 bleibt übrig. 5 mal 4 ist 20 geteilt durch 2 und das ist nichts anderes als 10. Genauso wie man das hier oben eigentlich schon durch das Abzählen der verschiedenen Möglichkeiten herausgefunden haben. Ja, das mag jetzt vielleicht am Anfang ein bisschen verwirrend sein mit diesen Kombinationen und Permutationen, aber es gibt genug Videos mit vielen, vielen Beispielen. Ich glaube, wenn ihr euch durch diese Beispiele durcharbeitet, dann werden die Dinge schon ziemlich klar werden.